zweimal auf Sand. Die erste Begegnung, die gewann El Anaoui. Dann aber zwei Siege von Roger Federer, der auch in diesem Match der Favorit ist. 15-0. Die wunderbare Leichtigkeit des Tennis-Daseins, immer wieder brillant demonstriert von der gegenwärtigen Nummer 5 der Weltrangliste. 30-0. Das hat sich Roger Federer vor. Spiel Federer. Federer geht also mit 5-4 in diesem ersten Satz in Führung. Spiel Federer. Sichere Beute des Schweizers. Ja, und so auch hier. Diesmal lässt Younis El Anaoui ihm überhaupt nichts anbrennen. 40-15, 40-15. Der Lob des Schweizers sehr hoch, berührt fast da oben die Decke. Und da braucht der Schweizer den Ball nur noch zu pflücken und geht mit 13-0 in Führung, genauso wie im ersten Satz. Wunderbar! Aus dem Lauf herausgespielt, nach diesem Netzangriff von Federer, die Vorhand von Anaoui. Wie tief er da runtergehen muss. Bei gleichem Spielstand hatte Federer sein Aufschlagspiel da verloren. Ein Stand, tschüss. Der Angriffsball von El Anaoui mit Sicherheit nicht schlecht. Ein Slice, der kaum hochsprang, aber die Antwort von Roger Federer begeisternd. Wunderbar. El Anaoui hat natürlich gespürt, dass Roger Federer, wenn immer er Anaoui den zweiten Aufschlag ins Spiel bringen muss, punkten kann. 15, beide 15. Aber Younis El Anaoui steht ihm da keineswegs nach. Spiel, Federer. Zweiter Aufschlag. Dieser letzte Ball, 40-30, Formsache, aber mit welchem Mut, mit welchem Risiko er da den zweiten Aufschlag ins Feld hoher Geschwindigkeit zu versehen.
by the Serbio. Welche Präzision. Boah. Eins, zwei, drei. Einfach nur zum Genießen. Und auch Roger Federer riskiert sehr viel beim zweiten Aufschlag. Alle Vorteile jetzt auf Seiten des Schweizers. Noch ein Punkt trennt Roger Federer vom Matchgewinn und damit vom Einzug ins Halbfinale. 4 Matchbälle hat er. Bei so einer solch komfortablen Führung kann man natürlich ein bisschen was riskieren. Das war des Guten zu viel. Gefährlich, wollte ich sagen, dieser Return. Roger Federer setzt sich also durch. 7:5, 7:6 nach einer Stunde und 20 Minuten. Die beiden haben wunderbares Rasentennis gezeigt. Roger Federer also wie im letzten Jahr im Halbfinale.